Aus Stabilitätsgründen haben Bodenbleche in der Regel unterschiedliche Sicken. Das Sickenformen geht mit einer Sickenrollenmaschine sehr zügig und einfach. Eine schmal zulaufende Rolle wird knapp neben die Rundsickenrolle gesetzt. Idealerweise sollte die schmale Rolle oben angebracht sein, damit man den Lauf der Rolle besser verfolgen kann. Eine Führungsschiene an der Sickenrollenmaschine führt das Blech. Kommt man an eine Ecke, muss die Führungsschiene zurückgesetzt werden und das Blech wird während des Laufs vorsichtig gedreht. Damit entsteht eine abgerundete Sickenecke. Jede einzelne Seite wird so durch die Sickenrollenmaschine geführt. An den Ecken wird jedes Mal die Schiene zurückgesetzt und die runde Ecke vorsichtig abgefahren. Zwar haben wir mit dieser Technik eine perfekte Sicke erhalten, aber das Blech ist durch die Sicke stark verzogen, denn das Blech wurde gestreckt. Das Blech wobbelt. Solche Bleche können nur schwer eingeschweißt werden. Abhilfe schafft man, indem das Blech vor dem Sickenrollen in dem Bereich, in dem es gestreckt wird, an der Rollenstreckmaschine in die entgegengesetzte Richtung rollt. Damit wird das Blech leicht in die entgegengesetzte Richtung gestreckt. Wird nun die gleiche Sicke in das Blech gerollt, hat das Blech am Ende die richtige Form, aber diesmal ohne Verzug.